Frohes neues Jahr als erstes und wir starten ganz, ganz frisch mit deiner Wahl, den Lidschattenpaletten. Wir hatten hier was krasses Buntes gegen etwas Pinkes. Und während die Abstimmung lief, war ja naja auch nur so Silvester, also ich habe jetzt nichts gemacht. Ich habe mich auch nicht aufgeregt über irgendwelches Geböller-Gedöns oder sowas, ist doch egal. Das Einzige, was uns passiert ist, ist, dass hier ein Böller hochgegangen ist, der die komplette ein komplettes Erdbeben-Szenario hingelegt hat. Also es wird wirklich alles gewackelt hier. Keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich irgendwas Illegales. Aber ich habe erstmal jetzt für dich die Lidschatten rausgeholt. Und zwar haben wir hier einmal diese wunderschöne Palette. Die habe ich dir gezeigt. Das ist die pinke von Beauty Bay, die Berries-Palette. Die ja auch gut zu dem Kaninchen im Hause passt, Berry. Und das ist die wunderschöne Palette. Die habe ich, glaube ich, hier schon gezeigt. Die habe ich von Cat geschenkt bekommen. Und ich fand die echt schön. Und dagegen haben wir BH Cosmetics. Wir fangen hier wieder komplett mit B an. BH Cosmetics, das ist die Aurora Lights Palette. Sie hat einen Spiegel und so krass schöne Farben. Also wirklich alles schimmert, alles scheint. Ich habe damit folgenden Look gemacht. Und nun kamst du ins Spiel und durftest dich entscheiden, was möchte ich haben, Berries oder bunt. Und das ist das Ergebnis. Ja, es ist super knapp. Es ist eine Stimme gewesen, eine einzige Stimme, die gesagt hat, okay, wir nehmen die Bärchenpalette, also die iberige Palette und machen damit was Rosanes, Bäriges, was auch immer. Und genau das mache ich jetzt auch. Und diese Palette wandert dann erstmal zurück in den Lostopf quasi für das nächste Mal. Und ich habe irgendwo meine Pinsel hier liegen. Ich weiß nicht wo. Ich habe meinen Schminktisch aufgeräumt. Das war ein grober Fehler. Ich bin jetzt als erstes in eine der super hellen Farben gegangen und werde das Ganze eben... Oh Mann, ist das Schweinchen. Das ist Schweinchen. Ja, einmal Schweinchen hier auftragen. Einmal Schweinchenrosa. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so hardcore schweinig ist. Okay. Ich habe diesen Ton aber auch ehrlich gesagt noch nie angerührt. Ich zeige dir aber gleich, welcher das ist. Erstmal müssen wir das hier verteilen. Nicht wundern über die komischen Geräusche im Hintergrund. Ja, ja, die Nachbarn. Wahrscheinlich, naja, egal. Auf jeden Fall ist das ein Schweinchenrosa. Ich zeige dir, welches Rosa das ist, weil das möchtest du garantiert wissen, wenn du diese Palette haben möchtest bzw. gekauft hast. Das ist diese Farbe. Und zwar ist das Curve. Sie heißt Curve und ich kann dieses Silber auf dem Schwarz teilweise nicht richtig lesen. Und ich dachte mir, ich gehe daneben in den Ton. Ach, wenn schon, denn schon. In diesen Ton, in dieses Rot. Und das ist Glared oder sowas in der Art. Auch in Ordnung. So, und da gehe ich jetzt mal rein. Und dann gucken wir mal, wie viel Wumms hat diese Palette eigentlich wirklich. So, Schweinchenrosa war ja jetzt schon Schweinchenrosa. Und man sieht gleich hier Pigment drauf. Bam. Ja, also Beauty Bay ist in meinen Augen auch sehr, sehr ordentlich, was das Ganze betrifft. Vor allem die letzten Paletten sind richtig, richtig, richtig gut gewesen. Die sind richtig gut gewesen. Egal, es gibt natürlich bei Beauty Bay immer so die ein oder andere Ausnahme, dass man nicht so weiß, so, ah, ja, ist die jetzt gut, ist die nicht so gut. Aber manche Paletten nehmen nicht alle raus. Also beziehungsweise nicht alle Paletten sind schlecht. Im Gegenteil, die meisten davon sind richtig, richtig gut. Aber man muss halt auch mit der Formulierung zurechtkommen und nicht, man muss halt wirklich mit der Formulierung zurechtkommen. Ich persönlich finde es in Ordnung und sehr gut. Also in Ordnung klingt jetzt so gemein, ne? Aber ich finde es eigentlich richtig gut und ich mag meine Beauty Bay Paletten auch sehr, sehr gerne. Nutze Beauty Bay eigentlich auch recht gerne und deswegen, ja, wird das jetzt hier ein sehr, sehr schöner, rosaner, rosa-roter Make-up-Look. Außerdem, weil du dich dafür entschieden hast, dass du diese Lidschattenpalette hier bei mir sehen willst als Make-up. Und deswegen kriegst du das auch. So, jetzt mache ich diesen Pinsel sauber. Und zwar wieder mit diesem wunderschönen Ding. Dann kann ich den nämlich gleich noch ein bisschen weiter benutzen. Ich bin ein sehr großer Freund von diesen Teilen. Schade, dass Rossmann die rausgenommen hat.
sehr, sehr schade, denn die reinigen wirklich zackig einmal kurz den Pinsel durch. Und der restliche Lidschatten von den Pinseln sammelt sich hier unten drin. Den kannst du dann einfach so auskippen und gut ist. So, dann hast du das quasi mal kurz sauber gemacht. Und jetzt werde ich in den Ton Loyalty gehen. Das ist Loyalty. Und den werde ich jetzt benutzen. Weil der ist doch recht schön. Also der wird doch ganz gut passen für die ganze Variante, um das hier einmal kurz abzudunkeln. So, hier hinten auf jeden Fall. Und hier und da und so. Und das sieht doch ganz nett aus. Außer, dass mein Auge gerade so komisch pfeift. Also so komisch zuckt dabei. Ja, das ist nicht so schlimm. So, das ist doch ein sehr, sehr schicker, dunkler Ton. Finde ich, den man haben kann. So. Es gibt natürlich Kickback im Pfännchen, das ist klar. Und also mittlerweile ist bei Beauty Base mir das immer bewusst, dass es da Kickback im Pfännchen gibt. Und das müsstest du auch wissen. Ich versuche dir mal die Lidschattenpaletten, die es noch gibt, gerade bei Beauty Bay, weil die sind sehr geräubert, unten in der Beschreibung zu verlinken. Und vielleicht schaffe ich es auch, es in einem Kommentar zu verlinken. Ich verspreche es die ganze Zeit und irgendwie kriege ich das nicht hin, weil ich immer so lahmarschig bin in dem Fall. Und ja, ich muss es auf jeden Fall mal machen, dass ich auch das in die Kommentarspalte schmeiße und wir dann halt nicht mehr so, also du dann nicht mehr so suchen musst, wo das Ganze ist. So, jetzt werde ich noch eine zweite Base drauf machen und ich muss unbedingt von dieser Base neu kaufen, weil ich finde die so genial und ich habe ein bisschen Angst, dass Trend It Up die demnächst rausnimmt. Grobe Panik, obwohl die erst neu ist, aber trotzdem, ich brauche davon mehr. Dinge, die mir noch nie passiert sind. Fallout auf dem Kiefer zu haben. Wie? Einfach wie? Okay, ich nehme jetzt ein bisschen von dem dunklen Schimmer und trage mir das ein bisschen an den hier hinten raus auf. So ein bisschen. Zumindest versuche ich es recht vorsichtig, dass es dann gleich gut geblendet werden kann. Und es nicht allzu dunkel wird hier hinten. Das mit dem Unterkiefer, das ist, ich kann es mir nicht erklären. Also wie das jetzt funktioniert hat, ich kann es echt nicht erklären. Aber gut, ja, ist halt jetzt passiert, ne? Was will man machen? Es ist jetzt halt einfach passiert. Und ich hatte ja eigentlich schon meine Base drauf. Daher bin ich jetzt noch ein bisschen ungläubiger als das, was ich hier vorher hatte. So, und jetzt hatte ich mir überlegt, also das war jetzt der Ton Jura und ich gehe jetzt in den Ton Soda. Und Soda ist richtig krass hell. Soda ist richtig, richtig schön rosa. Ja, also das ist schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Dieser Ton. Und ich hoffe ja, dass diese Berries-Palette nochmal rauskommt, weil die ist echt ein Träumchen. Also für jeden, der die noch nicht hat, wäre das dann echt der Moment, in dem man zuschlagen sollte. Aber Beauty Bay scheint sich gerade so ein bisschen einzupendeln auf ein bisschen nudiger und ein bisschen weniger hier, ein bisschen weniger da. Und in den Innenwinkel trage ich mir auf Cloud. Der passt einfach perfekt dazu. So. Also wie gesagt, die versuchen ein bisschen nudiger zu werden, was ich jetzt nicht verstehen kann, weil ich finde, Beauty Bay war gerade unsere Alternative für die Farbfans, dass man halt sagen konnte, geil, die Beauty Bay Paletten, ne, das sind hier die Farben. Da sind sie. Ja. Mal gucken, was 2024 für Lidschattenpaletten bei Beauty Bay gibt. So, das ist jetzt erstmal der Augenlook an sich. Und ich habe hier noch Tape und all solche Sachen. Ich mache das Ganze jetzt einmal ab und zeige dir nochmal die Lidschatten, die ich gerade genutzt habe. Die Schimmer, das ist der eine Schimmer, den ich benutzt habe. Der zweite Schimmer. Und das hier ist der dritte Schimmer. Die sind extremst weich. Aber nimm dafür einfach eine sehr klebrige Base und du bist damit super bedient und hast keine Probleme. Und dann läuft das und dann gucke ich gleich mal, wie ich mein Kinn jetzt wieder schön mache, weil danke. Dafür muss ich jetzt die Base neu machen.
So, das ist jetzt der fertige Look und natürlich könnte ich hier schön die Haare aufmachen und es dann wirken lassen, auch so schön mit einem roten T-Shirt. Oder wenn du blondes Haar hast, siehst du wahrscheinlich unfassbar schön mit pinken Lidschatten aus. Das kann ich nur einfach mal unterstreichen. Ich habe ja diesen Barbie-Look gemacht. Ach komm, ich blende ihn dir ja mal ein, diesen Barbie-Look. Und der ist ja auch mit extrem viel Rosa und Pink und Gedöns. Und ich finde, der Barbie-Look zeigt schon, wie vielseitig, also beziehungsweise wie vielseitig Pink ist und zu Haarfarben ist. Wenn du jetzt siehst, ich bin brünett aktuell und selbst da sieht es gut aus. Trau dich also ruhig an Pink, auch wenn du vielleicht nicht so der Farbenfreund bist. Aber Pink ist einfach eine perfekte Farbe, um deine Augenfarbe strahlen zu lassen. Das sieht man gerade an meinen. Und ich habe mich heute mal gegen einen Lidstrich entschieden, was total wirr ist, weil ich trage immer Lidstrich. Immer. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, mach da aber keinen schwarzen Lidstrich zu. Was machst du dann? Ja, ich hatte keinen Ersatz da, also keinen rosanen Lidstrich oder sowas. Und deswegen dachte ich mir so, ach komm, verzichte heute mal. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich könnte natürlich einen silbernen Lidstrich ziehen. Ah ja, lass uns doch einfach den Look nochmal zusammen verändern. Ich habe hier einen silbernen Lidstrich, also einen Silber geholt. Und jetzt muss ich mich extremst konzentrieren, dass ich das auch hinkriege. So, also wundere dich nicht, wenn ich jetzt nicht rede. So, also ich mache zum Beispiel meine Lidstriche grundsätzlich dann, bevor ich die Wimpern tusche. Weil es dann auch um einiges besser aussieht. Deswegen. Würde ich dir auch das Ganze empfehlen, dass du einen Lidstrich machst, bevor du dir die Wimpern schick machst. So. Das wäre jetzt einmal die Variante ohne und einmal die Variante mit. Du darfst jetzt entscheiden, was dir am besten gefällt. Du hattest ja, wie immer, wie gesagt, die wunderschöne Wahl für mich getroffen zwischen meiner Wahl. Meine Wahl war bunt, wenig Gutes, gegen einfarbig, beziehungsweise gegen etwas Monochromes. Und du hast dich für Monochrom entschieden. Und ich bin da extremst interessiert gewesen, was wohl interessanter wird für dich. Bunt oder monochrom? Und scheinbar ist es monochrom gewesen, was dich jetzt zu den Feiertagen, also das Voting war ja über die Feiertage, was dich dort interessiert hat. Ich persönlich hätte sie auch genommen, muss ich gestehen. Es gibt, glaube ich, bereits ein Video mit dieser Lidschattenpalette. Ja, wenn, dann ist es auf jeden Fall verlinkt hier irgendwo in dem ganzen Krams einmal gewesen, zumindest. Und das kannst du dir angucken, da dürften auch Swatches und andere Looks dabei sein. Und wenn dir diese Videoreihe gefällt, dann gib einen Daumen hoch. Vor allem den Daumen hoch, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig mittlerweile, um zu sehen, hey, das gefällt mir, ey, na, so, da möchte ich gerne mehr von sehen. Und dann mache ich auch weiter. Und gerne auch einen Kommentar, ob du monochrom oder bunt gewählt hast. Das würde mich sehr interessieren. Und vor allem, hast du eine Lidschattenpalette, die für dich als Monochrom der totale Hit ist, bei der du sagst, die werde ich niemals weggeben. Schreib's mir in die Kommentare. Wir sehen uns sehr, sehr bald zurück, denn wie gesagt, es wird hier jetzt ein bisschen anders zugehen. Noch, es wird ein bisschen mehr, es wird ein bisschen intensiver und wir springen noch in ein anderes Genre rein. Ich freue mich auf dich, dich bald wiedersehen zu dürfen. Wenn du hier auch nichts mehr verpassen willst, setz die Glocke. Denn nur mit der Glocke verpasst du nichts mehr. Und das Abo natürlich auch nicht vergessen. Wir sehen uns also ganz schnell wieder. Bis dahin, schmink dich, pfleg dich und hab Spaß dabei. Tschüss!